Anfang 2020 erwartet der Jenaer Nahverkehr die ersten drei Elektrobusse. Die neuen E-Citaro-Elektrobusse von Mercedes werden von der Firma EvoBus GmbH geliefert. Geschäftsführer Andreas Möller vertritt die Ansicht, dass der Stromantrieb der Antrieb der Zukunft ist. Deswegen müsse man so früh wie möglich das Unternehmen auf E-Mobilität umstellen. Um die neuen Elektrobusse schnellstmöglich in Betrieb nehmen zu können, baut das Unternehmen eine Ladeinfrastruktur auf. Als erstes soll die Linie 15 voll elektrisch befahren werden. Sie führt vom Westbahnhof ins Rautal. Die Entscheidung, zuerst diese Linie mit batteriebetriebenen Omnibussen auszustatten, hatte mehrere Gründe. Die Linie 15 haben wir ausgesucht, weil es für uns eine sehr spannende Linie ist. Es geht ja zum Rautal, was einen immer verblüffen mag, bei dem Namen der Endstelle bergan und wieder bergab. Also der Omnibus wird dort ordentlich an seine Leistungsgrenzen gebracht. Wir werden das Ganze auch wissenschaftlich begleitend untersuchen, ja, welche Energieverbräuche wir da haben werden. Und hier am Westbahnhof hat sich auch eine sehr günstige Stelle ergeben, um an das Energienetz der Stadtwerke Jena Netze anzuschließen. Die Elektrobusse können, wenn sie voll aufgeladen sind, 150 Kilometer fahren. Die Busbatterie hat eine Leistung von 240 Kilowatt. Pro Fahrt verbraucht der Bus auf der Linie 15 ca. 15 Kilowatt. Um die Busse während des laufenden Betriebs nachladen zu können, wird am Westbahnhof eine Ladestation errichtet. Sie besteht aus einer Schnellladesäule und einem Stromkasten. Beide sind unterirdisch durch Kabel verbunden. Seit Jahren beschäftigt sich der Jenaer Nahverkehr mit dem Thema E-Mobilität und hat im Vorfeld an die Planung der Ladeinfrastruktur auch schon Erfahrungen gesammelt. Also wir hatten mehrere Elektrobusse in Jena zum Test. Haben genau geguckt, was können die nicht. Haben verschiedene Lademöglichkeiten uns angeguckt. Also so eine Art Nachladung, wie sie jetzt in Jena gebaut wird, gibt es schon in Deutschland. Zum Beispiel in Hannover oder in Köln. Und haben dort genau hingeguckt. Und die Erfahrungen, die die Kollegen dort uns mitgeteilt haben, flossen natürlich in das Projekt mit ein. Auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs in Burgau gibt es ebenfalls ein Schnellladesystem. Es wird für Testzwecke, Personalschulungen und für ein kurzes Zwischenladen genutzt. Die Hauptstromversorgung der Busse wird aber über Ladestationen reguliert. Hier können die Busbatterien über Nacht wieder voll aufgeladen werden. Der batteriebetriebene Bus wird durch ein Kabel mit dem Stromkasten verbunden. Die ersten drei Ladestationen auf dem Betriebshof sind erst der Anfang. Künftig möchte der Jenaer Nahverkehr nach und nach seine gesamte Busflotte von 44 Fahrzeugen auf Elektroantrieb umstellen.